hier. Beine breit. Wir schaffen rechts von oben. 1, 2, 3, 4. Nach unten. 1, 2, 3, 4. Nach oben. 1, 2, 3, 4. Nach unten. 1, 2, 3, 4. Oh nein, das kann ich nicht. Wo geht es hin? Oh nein, was machst du dir ohne Bogdan? Komm zurück, Bogdan. Ich kann nicht tanzen, es tut mir leid. Ich bin weg aus der Schule vor der Probe. Fühlst du dich schlecht? Ja, aber ich kann nicht tanzen. Warum fühlst du dich schlecht? Weil meine Freunde ohne mich tanzen. Du kannst doch tanzen. Komm, gehen wir zum. Hilfst du mir? Ja, Ich komme gerne mit. Ich komme gerne mit. Danke, lieber Weihnachtsmann. Bogdan ist wieder da. Juhu, Bogdan ist zurück. Danke, Bogdan. Danke, Bogdan. Ja? Bogdan. Du steckst mit. Danke. Ja, ich bin da. Komm, tanzen wir zusammen. Sehr schön. Wir können jetzt zusammen tanzen. Das Brot und Hilfe in Not. Advent ist, wenn ein Lichtlein bringt, mit schönen Luften der Kerzen und wird das läuten, so erkennt Gott auch in seinem Herzen. Weihnachten ist jedes Jahr noch nicht, wie es früher war. Vergiss das Hasten und das Laufen, das Sammeln und Geschenke kaufen. Das Einzige, was wirklich zählt, ist die Liebe in der Welt. Im Winter, wenn es stürmt und schneit und der Weihnachtsmann ist nicht mehr weit, da kommt weit her aus, du kannst der liebe gute Weihnachtsmann. Weihnachten ist den Kinderaugen strahlend, wenn du jemandem sagst, dass du ihn liebst und jemandem Zeit oder Hilfe gibst. Orange, Mandel, Schokolüsse, Vanillekiffe und Kokosküsse. Es kommt die schönste Zeit im Jahr, so schön wie er schon immer war. Vor, ganz leise ist es schon, mit der kleinen Leiden dort. Alles wartet schon aus Erden, das ist nur gewonnen. Werner, du schon mal seht, halten Ärmel, halten dich. Wird es kommen, schaute und entgeht. Wird es dunkel vor dem Haus, kommst du uns, der Nikos, hat uns jetzt mitgebracht, schoner als wir ja gehört. Frohe Weihnachten! Es
waren einmal vier rote Adventskerzen. Die saßen auf einem schönen Adventskranz. Am ersten Sonntag im Advent sollte die erste Kerze brennen. Aber welche war die erste? Da fingen die vier Adventskerzen zu streiten an. Ich bin die erste Kerze. Nein, ich bin die erste Kerze. Was fällt euch ein? Ich will als erste brennen. Was? Warum soll ich nicht als erste brennen? Nein, ich bin größer als ihr. Ich darf zuerst leuchten. Ach was, ich bin roter als ihr. Ich muss zuerst angezündet werden. Nein, ich will als erste brennen. Warum eigentlich du? Mit welchem Recht? Weil ich den schönsten Tag von euch allen habe. Also darf ich zuerst brennen. Seht mich an, ich stehe am geradesten im Kranz. Ihr drei seid krumm und schief, deshalb muss ich die Erste sein. So stritten die vier hin und her. Sie stritten nicht nur am ersten Adventssonntag, nein auch am zweiten und dritten und sogar auch am vierten. Und sie waren sich immer noch nicht einig, welche von ihnen als Erste brennen sollte. Da kam der Weihnachtsmann ins Zimmer und rief: Schluss jetzt mit eurer ewigen Streiterei, wisst ihr überhaupt, welcher Tag heute ist? Nein, ja. Heute ist Samstag. Ich weiß es nicht. Heute ist doch der vierte Adventssonntag. Seht ihr vor lauter Streiterei, wisst ihr nicht einmal, dass heute der heilige Abend ist? Wirklich, heute kommt das Christkind und wir sollen es doch ankündigen. Genau, und deswegen wird nicht mehr gestritten. Verstanden. Dann zündete er alle vier gleichzeitig an. Die vier Kerzen plötzlich Weihnachtskerzen. Frohe Weihnachten, Merry Christmas und Feliz Navidad. Wir wünschen allen Kindern auf der Erde eine frohe heilige Nacht. Frohe Weihnachten, Merry Christmas und Feliz Navidad. Wir wünschen allen viele Sprachen, besucht jedes Kind. Unser Weihnachtsmann. Er kennt unsere Wünsche, er macht Träume wahr. Unser Weihnachtsmann. Die Kinder der Welt freuen sich jedes Jahr.